Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Bannerman. Ich bin euer Chojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben nämlich ein sehr schweres Level. Es wird immer schwerer. Diese blöden Ritter sind total fies. Und man muss jede Möglichkeit von dem Leveln ausprobieren. Also so viel wie möglich ausnutzen, dass man nicht gegen die kämpfen muss, um halbwegs zu überleben. Das hat es echt in sich, das Spiel. Schwierigkeitsgrad ist echt nicht ohne. Manchmal klappt es total gut, manchmal nicht. Und diese Ritter sind einfach fies. Fiese, fiese, fiese Säcke sind das. Ich irgendwie wüsste, wie lang das noch geht und was da noch kommt für Techniken oder sowas. Aus die Maus. Da oben gibt es ein Schild, das ist schon mal gut. Texte haben wir ja schon gelesen. Das wiederholen wir jetzt nicht. Das sind ja alles Stellen, die wir schon erlebt haben. So, wir wissen, dass da jetzt so ein fieser Kerl kommt, der mich eben noch gemeuchelt hat. Deswegen nehmen wir diesen Bogen und hoffen, dass wir gleich das Schild wieder ablegen, den wieder hauschen können gegen das Schild. Probleme, den zu töten. Ich weiß nicht, wie wir den gut hinkriegen ohne. Komm, komm. Okay, ich muss einmal machen, damit das Schild weg ist. Und jetzt töten wir dich. Dankeschön. Haben ein bisschen Schaden genommen. Ist halt so. Aber das ist ganz gut durchgekommen. Also weiter als den habe ich bisher noch nicht geschafft. Bin ja so ganz froh, dass wir das jetzt hier so ein bisschen deichseln konnten. Hätte ich mit Schild gegen ihn gekämpft, wäre es wieder total in die Hose gegangen. Bin also doch schon zufrieden, was das betrifft. Schlimme ist, das ist ein Standardgegner. Der ist echt heftig, wenn ich den so mit Schwert nicht bekämpfen kann. Da muss es irgendeinen Moment geben, irgendwas, auf was ich warten muss, und dann muss ich zuschlagen und dann muss ich den treffen. Also, da muss irgendeinen Schwachpunkt hat er. Aber ich habe ihn leider noch nicht entdeckt. Okay, was haben wir damit gemacht? Ah, schon wieder der. Ich mag dich nicht. Oh. Das hat seltsamerweise gut geklappt. Mist, das ist weniger gut. Keine Ausdauer mehr. Das war gar nicht so schlecht, obwohl wir trotzdem viel Schaden genommen haben. Tja, keine Ahnung, was wir jetzt gerade aufgemacht haben. War oben irgendwo ein Gitter, was ich jetzt übersehen habe? Oh nein, das ist wieder ein Gegner, den ich nicht bekämpfen musste. Das ist so fies, dass man das auswendig lernen muss, um die zu umgehen. Fies, 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 fies. Das mag ich nicht, so Try and Error. Dann, naja gut, es ist halt so. Ja, ich hätte einfach wieder hochgemusst. Da hätte ich jetzt noch Rüstung gehabt, ich hätte noch Schild gehabt und jetzt habe ich auch noch so einen schweren Kampf. Tolle Wurst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie schaffe ich das denn jetzt? Das Gitter geht hinter mir zu. Ich kann also auch nicht fliehen. Das heißt, ich habe zusätzlich den Bogenschützen und den einen. Ich muss den schnell töten. Boah. Und ich glaube, das ist noch voll groß, das Level. Hoch? Ah, Abkürzung. Nee. Naja, ich dachte schon. Ich dachte, ich hätte irgendwo eben die geöffnet und kann jetzt schnell überall hin, aber nee. Pustekuchen. Noch lange nicht, sehr wahrscheinlich.
Naja, umgehen wir erstmal diese beiden Zacker da. Die sind nämlich schon ganz schön übel. Okay, der ist eigentlich nicht so schwer. Der ist nur ein bisschen Glück, weil es manchmal nicht klappt. Aber wir holen schon fast das Bestmögliche, glaube ich, raus. Abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich einen Punkt Schaden schon haben, aber wir umgehen vieles. Wir nehmen jetzt hier unten wieder den Bogen. Viel besser kann ich das an der Stelle nicht machen. Bogen würde mir im späteren Bereich auch nichts bringen, weil der Kerl ein Schild hat. Also ist es schon sinnvoll, ihn hier aufzubrauchen. Und zwar machen wir den ersten Schlag damit aber. Sehr schön, damit wir eine Rüstung weg haben. Das hat gut geklappt, seltsamerweise. Wir versuchen das nochmal. Ja, okay, das hat weniger gut geklappt. Aber jetzt können wir ihn totschießen. Schild holen am besten, ne? Nicht übertreiben sollen. Hätte ich jetzt nicht den zweiten Versuch nochmal versucht, weil es gerade so gut ging, dann hätte ich gar nichts verloren. Naja. Es wird schon werden irgendwie. Jetzt will ich auch wissen, wie das Spiel ausgeht. Jetzt sind wir so weit gekommen. Genau, hier unten den auf keinen Fall bekämpfen. Auf keinen Fall. Nicht nach rechts gehen. Es gibt da ja nichts. Nix, nada. Vollkommen sinnlos, den zu bekämpfen. Und dann ist es auch noch so ein starker Gegner. Das heißt, wir haben eigentlich mehr Punkte als vorher. Und sind noch recht stark, was das Schild betrifft. Leider ist das hier ein heftiger Kampf. Wir müssen schnell nach vorne. Klappt nicht. Klappt nicht, was ich vorhab. Klappt gar nichts. Oh, ich konnte nichts machen. Hat mich immer wieder weggedrängt und sobald ich irgendwie gehauen wurde, war ich direkt wieder nach vorne. Das war ganz seltsam. Wie mache ich das denn? War das jetzt Pech? Keine Ahnung. Ich darf mich auf jeden Fall nicht zurückdrängen lassen. Boah. Wir sind sogar recht gut durchgekommen. Aber wie gesagt, der Fall bringt da gar nichts. Der hat ein Schild. Da habe ich... Weiß ich nicht. Guter Rat teuer, ne? Nein! Nein! Ja, können wir uns eigentlich auch direkt umbringen lassen. Schieß, schieß doch, trau dich. Oh, du hast wirklich geschossen. Ich wusste es, du bist... Part Nummer 376. Operation Fail. Willkommen. Naja, das sind so Sachen, was ich bei Plattformerspielen einfach gehasst habe. Die... enden irgendwann in Trial and Error. Man frustert sich extrem und naja, also der ein oder andere wird es mögen. Es ist natürlich eine Herausforderung, das ist nicht schlecht, das gebe ich zu.
Aber man sollte dann, glaube ich, immer wieder mal ein paar Pausen machen, was ich leider hier schlecht machen kann. So, weg mit dir. Ach, komm schon, du Arsch. Musste der mich jetzt da gerade noch treffen? So ein Mist. Mist, 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 Mist. Eins, zwei und tot. Nicht mit mir. Ein Rüstungspunkt. Das ist schon mal sehr gut. Dann holen wir uns noch mal den Bogen. Wo wieder werden versuchen, einen Rüstungsschutz abzumachen. Obwohl, das ist egal, es sind trotzdem 5 Schuss, oder? Ich weiß nicht, wie viel ich brauche genau. Testen das mal. Wie viel Schuss ich brauche jetzt für ihn, um den ersten Rüstungsschutz abzumachen. Ich glaube, ich habe 5 Schuss. Eins, zwei. Okay, wir brauchen zu viel. Deswegen müssen wir einmal so machen. Ach komm! Ich wollte doch zurück. Wir müssen einmal. Das kriegen wir mit dem Bogen nicht nieder, ihn. Sind also durchgekommen wie eben. Mit 2 Treffern. Was eigentlich noch vollkommen okay ist, wenn das da nicht so in die Hose geht. Der haut wie wild drauf, hat so ein scheiß Schild und gleichzeitig ballert der hinten mit seinen Pfeilen. Das ist echt fies. Stunde der Wahrheit. Wenn nur der ganze Weg dahin nicht wäre, bin ich an der Stelle. Aber es ist ein normaler Kampf. Es ist kein Dings. Wir müssen schnell nach vorne. Vorne, nicht in die Ecke drängen. Das hat das letzte Mal schon nicht geklappt. Ah, oh, ist das eine Scheiße. Ich habe versucht, dann nach unten zu schlagen, aber der hat dann weiter oben geschlagen. Ich muss irgendwie versuchen, glaube ich, unten schlagen und dann wieder Schild schnell nach oben. Das ist das Problem. Er hat das Schild ja dann unten. Aber das war schon wesentlich besser. So ist das auf jeden Fall gedacht. Aber die Umsetzung ist dann nicht so einfach. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, das ist der letzte Versuch von dem Video. Und wenn das jetzt nicht schafft, dann mache ich erstmal einen Break von ein paar Tagen. So, komm her. Eins. Nein, wieso? Wieso? Wieso immer du einmal? Einmal? Ich habe ihn schon besiegt, ohne Verlust. Oh Gott. Jetzt renne ich hier in Panik aus. Bloß weg. Nicht in Panik aus. Ah, die Ausdauer. Töte mich. Wir machen es nochmal. Viel zu viel Verluste schon, um das gleich die nächste Szene zu schaffen. Ist auch wie früher. Es gibt keinen Schwierigkeitsgrad. Es wird halt von Stage zu Stage immer schwerer. Was ich eigentlich ganz gut mag. Aber, naja, ne. Meine Motivation hält sich gerade in Grenzen und meine Frustration steigt enorm hoch.
Plattformer. Man liebt sie und man hasst sie, oder wie war das? Ach nee, komm, ey, das ist so ein Witz. So ein Witz. Manchmal klappt das nicht. Ich verstehe es nicht. So strange. Kann es nicht erklären. Das wäre schon wieder ein Treffer mehr, den wir aushalten. Ach, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Keine Gnade mehr. So, Bogen schnappen. Los geht's. Einen Treffer müssen wir ihm machen, dann fliehen wir. Sehr gut, es hat geklappt. Und zurückziehen. Eins, zwei. 3, 4 und tschüss. Also einen schweren Treffer müssen wir am Anfang machen. Und da hatten wir Glück gehabt, dass da dieses Mal nicht so ein Chaos entstanden ist. Dadurch sind wir jetzt mit voller Rüstung noch da, haben also einen Punkt mehr, den wir aushalten können. Schade, dass das am Anfang so war. Mit dem Lanzenkehr. Naja, schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Ich muss versuchen, ihn von unten zu treffen und dann zu wechseln auf Schild und das dann wieder nach oben machen. Das Problem ist, dass das manchmal nicht ganz klappt. Da muss man auch so schnell sein noch. So, machen wir das Tor auf, wo die Mistkerle dahinter sind. Und dann kommt die richtig schwere Stelle. Da haben wir den Standardgegner besiegt. Und dann kommt die schwere Stelle. So, schön weit nach vorne. Schieß schon. Scheiße, geht nicht. Geht nicht. Kann nichts machen. Kann nichts machen. Seht ihr das? Bah! Ich kann nichts machen. Funktioniert nicht. Tausendmal aufs Pad gehauen. Oh, ich brauche eine Pause, Jungs. Keine Ahnung, das frustet mich gerade extrem. Ja, bis demnächst. Tschüss.